In diesem Video geht es um meinen persönlichen Werdegang und die Frage, ob ich schon immer Arzt werden wollte. Hi und herzlich willkommen, mein Name ist Timo Osterhaus. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, ich bin Arzt und Experte für ganzheitliche Gesundheit. Und in diesem Video möchte ich diese wunderschöne Kulisse hier nutzen, um einfach mal über meinen Werdegang zu sprechen. Denn ich kriege immer wieder vermehrt Fragen dazu, wie ich dazu gekommen bin, wo ich jetzt bin, welche Punkte oder welche Entscheidungen gerade wichtig waren in meinem Leben. Ganz kurz zurück, wenn wir uns so in die Schulzeit zurückbegeben. Ich war auf dem Gymnasium, ich war länger auf einem Internat. Das heißt, ich habe schon sehr, sehr, sehr früh gelernt, ziemlich selbstständig zu sein. Und ich war aber nie so wirklich der beste Schüler, dem die Noten oder der Stoff einfach zugeflogen ist. Das heißt, ich war immer super in Naturwissenschaften, wie ich hatte Chemie- und Bio-Leistungskurs, hatte in Mathe irgendwie immer eine 1. Und von daher war das schon so, in diesen naturwissenschaftlichen Fächern und in Sport war ich immer sehr gut. Und alles andere, muss ich offen und ehrlich zugeben, war mir eigentlich egal, weil das nicht meine Passion war. Und dann habe ich nach dem Studium erstmal begonnen, eine Ausbildung im Rettungsdienst zu machen und habe parallel während der Ausbildung einen Platz zum Medizinstudium in Leipzig bekommen. Wie das aber immer so ist mit dem Thema Vorurteile, wenn man im Westen lebt und noch nie im Osten war, sagt man sich so, ja, das ist ganz gut mit dem Studienplatz, aber das kann irgendjemand anders annehmen. Ich persönlich habe mich aber recht schnell dann doch dazu entschieden, es anzunehmen, habe aber die Ausbildung im Rettungsdienst zu Ende gemacht, bin ein Jahr lang im Rettungsdienst tätig gewesen und auf dem Rettungswagen gewesen und dort gefahren, habe also dort schon begonnen, praktische Erfahrung gerade in Notfallsituationen zu sammeln und habe dann in Leipzig begonnen, Medizin zu studieren. Und die ersten zwei Jahre, muss ich zugeben, waren wirklich extrem hart. Ich habe in den ersten zwei Jahren nicht eine einzige Minute Sport gemacht. Musste vor dem Studium habe ich sehr viel in dem Bereich Kampfsport gemacht. Ich habe sehr viel Batman gespielt. Ich bin Batman Nordrhein-Westfalen-Meister gewesen. Das war für mich extrem unbefriedigend und auch ich bin extrem unglücklich gewesen mit der Tatsache, keinen Sport machen zu können, weil ich einfach nicht die Zeit hatte dafür. Und jetzt könnte man sagen, so, ja, dann hättest du dir die Zeit nehmen müssen. Aber dieses Medizinstudium war wie ein Geschenk für mich. Und ich wollte das nicht verkacken, kann man auch ganz ehrlich sagen. Und deswegen hatte Sport eine niedrigere Priorität in diesen zwei Jahren für mich. War auch vollkommen in Ordnung. Aber dann nicht mehr, als das erste Staatsexamen und das Physikum vorbei waren. Dann habe ich nämlich mir das erste halbe Jahr Pause genommen und habe gesagt, nee, jetzt musst du wirklich in deinem Leben was ändern. Ich habe also bis zum Physikum alles in Regelstudienzeit durchgezogen, war alles wunderbar, hat alles super funktioniert. Und dann kam so der Moment, wo ich gemerkt habe, so geht es einfach nicht weiter. Und dann habe ich, in Summe habe ich 9 Jahre studiert. Regelstudienzeit für dich, ganz wichtig, um es zu verstehen, sind so circa 6, 6,5 Jahre. Das heißt, ich habe wirklich 3 Jahre länger studiert. Und eine Frage, die ich sehr häufig bekomme, Timo, das hättest du ja auch eigentlich viel schneller durchziehen können, dann wärst du jetzt eigentlich auch schon viel weiter. Und da kann ich ganz klar sagen, auf gar keinen Fall wäre ich dann weiter. Weil gerade diese Pausenzeiten während des Studiums haben mich zu der Person gemacht und mich auch in verschiedenen Bereichen zum Experten werden lassen, durch Ausbildung im Ernährungsbereich, im Trainingsbereich, im Coaching-Bereich, im Crossfit-Bereich, im Strength-Coaching-Bereich. Das heißt, du siehst schon, ich persönlich habe mich in sehr, sehr, sehr vielen Bereichen weiterentwickelt, die neben dem Studium gelaufen sind. Ich konnte natürlich, das Medizinstudium hat mir die Möglichkeit gegeben, einen Großteil der Ausbildung zu verkürzen, weil Themenbereiche wie Anatomie und Co. mir zum Beispiel anerkannt wurden. Und ich muss sagen, das hat einen Großteil meines Verständnisses und auch meiner Herangehensweise für die Medizin bestimmt. Dadurch, dass ich eben immer diese Anwendung hatte, diese praktische Anwendung. Wie kann man die Biochemie gerade auf Ernährungskomponenten anwenden? Wenn es ums Thema Unfallchirurgie oder Orthopädie ging, wie kann man Menschen aber sonst auch mit Schulterproblemen helfen? Und dann kam irgendwann der Moment, und das sage ich jetzt ganz offen und ehrlich, ich hatte nie das Bedürfnis, das Medizinstudium nicht fertig zu machen, aber irgendwann kam der Moment, wo ich das Ganze sehr stark hinterfragt habe und gedacht habe, das ist eigentlich nicht das, warum ich Medizin studiert habe. Denn ich denke, wie du auch, du kennst Grey's Anatomy, man kennt so diese typischen Arztserien, man bekommt ein ganz anderes Bild von der Medizin, als es eigentlich ist, und man bekommt auch im Studium sehr wenig davon mit, wie der eigentliche Alltag eines Arztes in einem bestimmten Fachgebiet wirklich ist. Und dann kam irgendwann der Moment während des Studiums, wo mein Papa ins Krankenhaus gekommen ist, eigentlich gar nicht schwer krank war und ich gesehen habe, wie so diese Maschinerie hinter dem System funktioniert hat oder in dem Kontext auch nicht funktioniert hat. Und mein Vater ist dann letzten Endes gestorben. Das hat wirklich sehr, sehr, sehr viel in meinem persönlichen Denken über dieses klassische Medizinmodell geändert. Und ich will jetzt nicht sagen, dass
Dinge anders gelaufen wären, wenn ich vor 3,5 Jahren schon an dem Punkt gewesen wäre, wo ich jetzt bin. Aber vom Prinzip her ist es schon so, dass das mich sehr geprägt hat. Natürlich, wenn man einen Großteil oder einen Teil seiner Familie verliert, prägt man das natürlich. Aber vor allem habe ich gesehen, was alles in den Krankenhäusern schief läuft, wenn zu viele Menschen involviert sind, wenn sich nicht die Ursache des Problems angeschaut wird. Und das ist einer der Gründe, warum ich jetzt das mache, was ich mache. Auf der einen Seite helfe ich als Arzt Menschen, unterstütze Menschen mit chronischen Erkrankungen und bin der Ansprechpartner für Menschen, die gesund bleiben wollen, bevor Krankheit eintritt. Und auf der anderen Seite bin ich Akademieleiter und Ausbilder, helfe Trainern und Therapeuten dabei, meine Vision von Gesundheit und von ganzheitlicher Medizin zu verstehen und letzten Endes auch in die Praxis anzuwenden. Und mir ist es einfach wirklich ein inneres Bedürfnis, mal über dieses Thema zu sprechen, weil das war nicht einfach. Und das ist auch immer noch nicht einfach, weil gegen den Strom zu schwimmen ist immer etwas, was anstrengend ist. Aber ich kann dich daraus nur motivieren, wenn du an einem ähnlichen Punkt stehst und auch sagst, du möchtest etwas anders machen, dann sind nicht nur die Menschen, mit denen du dich umgibst, eigentlich das Wichtigste für dich. Es gibt so einen schönen Spruch, wir haben vor ein paar Wochen einen Podcast dazu hochgeladen, die 5 Menschen in deinem Umfeld prägen dich am meisten. Und wenn man mal drüber nachdenkt, macht das doch einfach Sinn. Aber vom Prinzip her ist es so, ich kann dich nur dazu motivieren, etwas anders zu machen und deine Vision in die Tat umzusetzen, einfach zu beginnen. Weil vom Prinzip her, wenn du Herzchirurg werden möchtest oder plastischer Chirurg, Unfallchirurg oder Facharzt für innere Medizin, Pulmonologie oder irgendetwas in der Richtung, dann verfolgst du einfach diesen normalen Standardweg. Und diesen Standardweg bei mir und bei allen Ärzten in Deutschland, die sich der ganzheitlichen Medizin widmen, den gibt es nicht. Weil wir machen etwas komplett anders, als das System letzten Endes das Ganze möchte oder gewollt hat oder vorgesehen hat. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, an dieser Stelle nochmal zu sagen, dass ich nicht die klassische Medizin schlecht machen möchte. Die ist extrem wichtig und super, super, super gut und auch schon fortschrittlich bei uns, vor allem in Deutschland. Wir haben eine sehr, sehr gute Medizin. Aber das ist nicht das, was mein Verständnis von Gesundheit anspricht. Und deswegen war es mir ein ganz wichtiges Bedürfnis, einfach mal so über meinen Werdegang zu sprechen. In 10 Jahren wird es dann wieder so ein Video geben und in 10 Jahren werde ich dir dann erzählen, dass in diesen 10 Jahren wahrscheinlich so viel passiert ist wie noch nie, denn in den letzten 3 Monaten hat sich für mich gefühlt alles verändert. Wenn du das Ganze spannend findest und du möchtest Teil dieser Reise sein, Teil dieser Vision sein und auch einen Teil dazu beitragen, dann schreib sehr gerne einfach einen Kommentar hier unten in den Post rein. Ich freue mich über jedes Kommentar und das ist auch meine Möglichkeit, mit dir in Interaktion zu treten. Ansonsten vielen Dank fürs Dranbleiben und ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Bis dahin, dein Timo.